Hallo und willkommen zurück bei FIFA 16. Ja, letzte Folge haben wir schon alles klar gemacht. Da haben wir alles soweit vorbereitet, damit wir jetzt direkt durchstarten können gegen die Mainzer in die laufende Spielzeit Rückrunde. Ein Spiel haben wir schon gehabt gegen die Berliner. Das lief ziemlich gut und heute haben wir ein Spielerdebüt bei uns zu vermelden, nämlich Townsend, den wir in der letzten Folge noch mit viel... ja, was war's? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ihn verpflichtet. Und mal sehen, wie er leistungstechnisch so auftrumpft. Kann direkt mal bei Schnee spielen. Palacios kommt natürlich für Marvin Hitz heute mal aufs Feld. Somit haben wir am Ende sogar zwei neue. Einmal unseren Jugendspieler oder ehemaligen Jugendspieler, den wir aus der eigenen Jugend trainiert haben. Der gerade mal nur 6 Stärkepunkte schwächer ist wie Marvin Hitz. Das finde ich enorm krass. Und ja, und dann halt Townsend. Von daher würde ich jetzt am Anfang mal eben kurz durchlaufen lassen. Mal sehen, was da so zu sehen ist. Erstmal natürlich Schnee hier in Augsburg. Beim Spiel gegen Mainz. Die Mainzer, die ja nicht ganz ja so schwach sind. Zumindest hier im Spiel. Ich hoffe mal, dass wir gut klarkommen mit den Platzverhältnissen. So sieht es momentan aus in der Liga. Augsburg. Oh, die Mainzer sind doch was tiefer unten. Ich habe die weiter oben eingerechnet. Nun gut. So, mal sehen, ob er Townsend. Ich glaube, da ist er. Finden wollte ich sagen. Spielerdebüt. Mittelfeldspieler, 25 Jahre aus England. Vorige Verein Tottenham. Ablöse 10 Millionen hat er uns gekostet. Ich glaube, wir hätten auch preiswerter bekommen können, aber naja. Schauen wir einfach mal, vor allem unser Jugendtorhüter, wie er sich denn so macht, ob er sich auszeichnen darf sogar schon in dieser Partie. Wir werden es sehen. Es ist ja noch viel, viel Zeit. Ui. Schade. Und er hat natürlich sehr steil gespielt. Kriegt Townsend denn noch? Ja, er kriegt ihn und hält den Ball sogar im Spiel und kann dann, naja, ein Fehlpass spielen. Gut, aber da hat man schon gesehen, wie schnell er ist. Das ist der Wahnsinn. Also von der Geschwindigkeit her wird er uns auf jeden Fall hilfreich sein. So, der war gut gespielt. Der auch. Und jetzt ist Lasogga mal da. Ah, Pass kommt nicht durch, schade. Hätte was für Townsend werden können. Einmal kurz in die Haxen getreten, aber Vorteil gegeben. Beziehungsweise gar nicht erst beobachtet. Und das war abseits. Das war abseits, meine Freunde. Keine Sorge, da passiert gar nichts. So, Paul Verhaag. Und jetzt Townsend. Mal sehen, ob er mit dem Ball auch Tempo aufbauen kann. Kann er. Setzt sich da super durch. Und was ein Pass. Schade. Wenn das sogar den besser trifft, ist das ein Tor. Aber die Vorarbeit von Townsend war da mal richtig stark. Hier nochmal. Ah, der Abschluss nur schade. Hätte das 0:1 werden können. So, jetzt raus auf Townsend schon wieder mal. Also, er ist direkt mitten im Geschehen beim FCA. Aber alte Top da mit einem kläglichen Ballverlust. Muss jetzt mit nach hinten arbeiten, weil hier und da doch der ein oder andere Spieler mit vorne war. Boah. Und da gibt es Freistoß. Also noch ist es hier ein sehr interessantes Spiel. Die Mainzer auf jeden Fall die schwächere der beiden Mannschaften hier. Das sieht man eindeutig. Ah, schade, kommt das doch gar nicht durch. Hat aber nicht viel gefehlt. Tja, die Mainzer, was haben sie zu bieten? Hier vielleicht mal
Jetzt eine Torschance. Und was für eine! Weil da Klavan unter dem Ball durchspringt. Wow. Da war sie. Die erste richtig dicke Möglichkeit. Und ich muss sagen, heute spielen wir sehr, sehr rechtslastig. Das müssen wir vielleicht mal etwas verlagern. Kein Foulspiel gepfiffen. Wir tun uns gerade schwer ein wenig. Machen uns das Leben gerade selbst schwer. Und jetzt vielleicht einmal, nee. Ein bisschen ungeordnet das Ganze. Dadurch keine Gefahr so wirklich. Und wieder ist es Townsend, der da an den Ball kommt. Und er ist Platz. Ist im Strafraum. Townsend. Immer noch Townsend. Versucht und macht direkt mal sein erstes Tor für Augsburg. 1-0. In der 30. Minute. War aber auch ein starkes Solo. Und ich bleibe dabei. Das wird bestimmt ein richtig guter Transfer, den wir da vollzogen haben. Der passt genau oben in den Winkel. Richtig schön. Erstes Tor, Townsend. 31 Minuten für den neuen Verein auf dem Platz. Und schon trifft er zum ersten Mal. Schön geklärt. Und jetzt hat Lasogga viel... Ah, da bringt der Ball zu weit weg, verdammt. Aber Altetorp arbeitet super nach hinten, holt den Einwurf raus. Und jetzt erstmal der Seitenwechsel, weil da drüben ist deutlich mehr Platz. Wow. Da war es dann einer zu viel, kann sich aber behaupten, mit ein wenig Trikot ziehen. Ja, der passt dann zu ungenau. Gibt, glaube ich, auch Abseits. Ja, Lasogga ist nach der Winterpause noch nicht so wirklich auf der Höhe. Da muss noch ein bisschen mehr Druck nach vorne kommen. Stark von Klavan den Ball erobert. Und jetzt ist Platz da. Sehr viel Platz. Der spielt auf Lasogga. Und wieder verliert er die Kugel. Also, ich bleib dabei. Lasoggas Rückrunde ist es noch nicht. Wenn man das nach anderthalb Spielen schon sagen kann. Stark dazwischen gegangen. Ah, verdammt. Ja, da wollte das Spiel schnell machen. Hat nicht ganz funktioniert. Und da arbeitet Townsend mal nach hinten. Und dann geht's ab zur Halbzeit. 1-0. Also führt der FCA hier mit nach 45 Minuten. Durch das Tor von Townsend. Der hat einen Schuss, ein Tor. Mehr muss man nicht wissen. Ja, ich werde Lasogga mal rausholen. Einfach, weil er zu müde ist. Unser Jugendtorhüter hat sich bisher noch nicht auszeichnen können. Bisher gab es keine wirklichen Torannäherungen des FCA, wollte ich schon sagen, des FSV Mainz 05. Sind da doch offensiv ein wenig hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Jetzt aber, oh, wie jetzt? Tja, gerade drüber gesprochen und so ist es dann. Ein Schuss, ein Tor. Da hat die Abwehr mächtig gepennt. Da kann natürlich auch der Jugendkeeper nichts mehr machen. Also wenn er den gehalten hätte, Respekt, aber das ist ein 1 gegen 1 und da kann er nur als Verlierer vom Platz gehen. Oder halt als großer Held. Tja, so kann es 1-1 stehen. Die ganze Zeit Mainz eigentlich gar nicht wirklich offensiv aktiv. Hin und wieder kamen sie zwar mal nach vorne, aber jetzt nicht gefährlich. Wow.
Und dann steht es auf einmal ratzfatz 1:1, weil ein Pass mal durchkommt. Die Abwehr mal wieder katastrophal steht in diesem Augenblick. Und dann fällt dieses Tor nun mal. Und scheinbar jetzt die Mainzer mit Überwasser. Die nächste Chance. Und da kann sich unser Keeper dann doch mal auszeichnen. War das etwa ein Wirkungstreffer oder wie soll ich das hier beschreiben gerade? Die Mainzer klar die bessere Mannschaft der Zeit. Aktiv nach vorne unterwegs. Das war jetzt mal Glück für Townsend, der jetzt aber auch viel Platz hat. Wieder Townsend, aber da kommt er nicht durch. Diesmal nicht. Diesmal haben sie ihn gestellt und Altintop verliert die Kugel, den wir jetzt auch sofort rausholen. Denn von ihm kam jetzt auch nicht sonderlich viel. Ah, das ist zu wenig. Viel zu wenig. Und das war natürlich wieder mal ein Pass nach vorne, der... reden wir nicht drüber. Das kann doch echt nicht wahr sein. Da hast du so ein gutes Spiel die ganze Zeit. Hast eigentlich alles im Griff. Und kommst jetzt nicht mehr aus dem Quark. Und, tja, da macht sich unser Keeper direkt zum nächsten Mal einen Namen. Oh Gott! Also so wird das nichts mit Angriff nach oben, wenn wir so weiterspielen. Es ist im Moment eine kleinere Katastrophe, was wir hier auf dem Platz zaubern. Die Mainzer versuchen es jetzt mit Ballbesitz und das gibt Freistoß. Oh, oh, oh. Mehr fällt mir dazu gerade nicht mehr ein. Wie kann man ein Spiel so aus der Hand geben? Und hätten wir unseren Keeper nicht da hinten drinne, würde er nicht so eine gute Leistung zeigen in seinem ersten Spiel. Würden wir gerade eher davon sprechen, dass wir noch einen Punkt erreichen und die Niederlage abwenden, anstatt davon, dass wir vielleicht noch irgendwie, vielleicht einen Angriff durchbekommen, jetzt vielleicht mal über Baba. Aber auch Baba mit Schwierigkeiten. Jetzt vielleicht mal, da ist die Chance! Boah! Matausch! Mit der Chance hier nochmal. Unglaublich abgefälscht und dann doch noch gehalten. Riesenszene. Und Klammern! Kriegt den Ball zwar aufs Tor, aber nicht mit genügend Druck. So, nächster Wechsel. Wen bringen wir denn mal? Würde ich sagen, bringen wir Lenglet. Oder? Nee, bringen wir Opparé auf links für Baba. Wieder mal läuft die Zeit gegen uns. Irgendwie, und da hat sich ein Mainzer verletzt. Das ist natürlich jetzt keine gute Nachricht. Ist da auf die Schulter geknallt. Aber es scheint vorerst noch weiter zu gehen. Das war ein starker Ballgewinn. Nur hat er jetzt keine Anspielstation. So, Evangelista wird da stark angegangen von einem Mainzer. Dadurch der Ball wieder weg. Da kommt keiner wirklich hin gerade. Ja, Bayer versucht viel. So, jetzt mal Raul Bobadilla. Bobadilla. Natürlich sehr eng wieder. Der Pass zu ungenau und damit der Ball schon wieder weg. Das ist natürlich zu wenig. Ein Punkt wäre zu wenig gegen die Mainzer. Aber noch ist nicht vorbei. Nochmal Augsburg über Bobadilla. Und er holt die Ecke raus, meines. Wenn ich das so richtig gesehen habe. So ist es. Townsend bringt den Ball rein und er kommt
Gar nicht schlecht. Riesenchance. Nur leider nicht genau genug von Klavan. Und so geht es in die Nachspielzeit. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Wenn es noch was werden soll, dann jetzt. Über Evangelista. Geht in den Strafraum. Sucht natürlich die Lücke. Findet sie aber nicht. Jetzt muss es schnell gehen. Die Zeit läuft ab und das war's. Ein 1:1. Ein Tiefschlaf kurz nach der Halbzeitpause entscheidet diese Partie. Natürlich bitter. Bitter für Augsburg. Hier war mehr drin als ein Punkt. Aber naja, nicht alles kann immer perfekt laufen. Aber das macht Hoffnung auf mehr. Townsend hat man gesehen, über rechts sehr, sehr stark. Scheint ein wirklich guter Transfer gewesen zu sein. So, jetzt kommen wir zu den restlichen Tagen in diesem Transferfenster noch. Unser Keeper hat sich bewiesen. Also, er hat wirklich eine super Leistung abgeliefert. Baba, eine Stärke dazu gewonnen. Das ist natürlich auch klasse. In der Tabelle bleiben wir da mit Fünfter, werden auch nicht nach oben klettern. Schade. Ein weiterer Scouting-Abschluss von Bebu, den können wir ruhig löschen, genauso wie Klaus. Dann haben wir ein Transferangebot für Marvin Hitz. 8 Millionen würden sie uns bieten. Und da ich, wie gesagt, meine 10 Millionen schon haben möchte, 12 Millionen fangen wir erstmal an. So. Mehr gibt's nicht zu sagen. Weiter geht's, die Tage laufen ab. Und da kommen wir jetzt an den letzten Tag und wir haben eine Nachricht im Büro. Transferangebot, Marvin Hitz und Janka. Marvin Hitz, boah, das ist ja gar nichts. 7,5, willst du mich verarschen? Hier 12,5, damit es wehtut. Kann aber nicht wahr sein. Ja, und für Janka gibt es ein Angebot, das können wir ruhig annehmen. Wo auch immer das ist. Und Marvin Hitz, Quatsch, 7,5, Alter, wollen mich alle verarschen eigentlich? Was sind denn das für Angebote, bitte? Vor allem von einer Mannschaft wie Paris Saint-Germain, die eigentlich Millionen haben ohne Ende. Himmel noch ein. So. Ja, ich gehe am Ende durch, wer was geholt hat. Sommer ist gewechselt, das sehen wir gerade. Von Gladbach zu Paris und die wollen noch einen Torwart haben? Sind die eigentlich bescheuert? Na dann. So, weiter geht's. Gehen wir hier mal schnell durch. Janka ist also weg bei uns und wir haben 5 neue Nachrichten. Ein Transferangebot für Marvin Hitz. Erneut 8 Millionen Gegenangebot. Wie gesagt, ich will mindestens meine 10. Unter 10 Millionen geht gar nichts. Also Marvin Hitz ist extrem beliebt. Acht Millionen, na komm, gehen wir hier auf 11 Millionen runter, die sind uns schon entgegengekommen. Immerhin. Wen haben wir noch? Paris ist auf, gehen wir mal auf 11,5 bei denen. Wow, bei denen gehen wir auf 12, na komm. Ja, man sieht schon, Marvin Hitz ist heiß begehrt. Mal sehen, wer als erstes die 10 Millionen knackt. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Das haben wir auch schon gemacht. Spieler verkauft und Transferangebot. So. Weiter geht's. Keine sonderlich tollen Wechsel bisher. Oh, 6 Antworten, Alter. Willst du mich verarschen? Man sieht schon, Marvin Hitz, das wird ein richtiges Transfergehänge. Und wir haben ein Transferangebot für Halil Altintop erhalten. Ich würde sagen, nein. Erstmal nicht, tut mir leid. Aber mit dem möchte ich dann schon in die Rückrunde gehen. Ja, für euch gilt dasselbe wie für alle anderen auch. Zwölf Millionen von Bologna. Dann haben wir Villarreal. Die hatten schon also 11 Mille. Nehmen wir mal 11,2, so.
Dann Hannover ist uns auch noch ein bisschen entgegengekommen. Dann würde ich sagen, hier 10,5. Paris, 11 Mille. Und ich habe das Gefühl, dass wir Marvin Hitz tatsächlich noch verkaufen. Für reichlich Millionen. Wir werden ihn verkaufen, weil Rom hat uns 12 Millionen geboten. Und ich würde sagen, dann werden wir mal ganz schnell, damit wir auf jeden Fall noch einen Ersatztorhüter haben. Mal kurz gucken, haben wir noch einen anderen Jugendtorhüter oder sollen wir woanders schauen? Ich schau mal eben ganz schnell woanders. Oh Gott, jetzt geht's ja nochmal richtig los. Hallo? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Positionen, und zwar ein Torwart. So. Das wollte ich jetzt auch nicht, weil ich will keinen vom Arsch der Welt, sondern ich will einen als Ersatztorhüter aus unserer Liga. Moment mal eben, das geht hier rüber leichter. Aus der Fußball-Bundesliga oder, ach, ist egal, ob erste oder zweite. So, was haben wir denn da? Mal eben kurz reingeschaut. Adler hätten wir noch. Mohamed Amsif. Ja, Diego Benaglio, Bello, Bonemann, Brammen, Bürki, Buchert, Castells, Davari. Das ist doch, glaube ich, ein Torwart, den wir verpflichten können. Ich biete einfach mal 2 Mille. So. Mal sehen, was sie sagen. Seid's mir bitte nicht böse, wenn ich ihn jetzt verkaufe, also Marvin Hitz, aber für 12 Mille, hallo. Das ist ein super Transfer für uns. Ich meine, der, wie gesehen habt, gerade noch mal 8 Mille wert maximal. Und Marvin Hitz wechselt zum AS Rom für 12 Millionen. Spieler verkauft. Tja, jetzt ist natürlich keine Zeit mehr für was weiteres zu holen. Ich wüsste jetzt auch nicht was. Ich glaube, das Geld, das geht alles in die Rückrunde. Und wir werden es woanders einsetzen noch. Tja, Marvin Hitz damit verkauft. Bielefeld hat unser Angebot akzeptiert und ja, er ist jetzt kein Super-Torhüter, das soll er ja auch nicht sein. Er soll nur unser Rotationsspieler, sag ich jetzt mal, sein. Halt mehr auch nicht. Ja, ihr seht schon, der letzte Tag des Transferfensters ist irgendwie dann doch was länger geworden, als ich vermutet hätte. Aber das liegt halt daran, dass Marvin Hitz halt gewechselt ist. Natürlich ein Transfer, der sich gewaschen hat. Also damit hatte ich jetzt nicht mehr gerechnet. So, akzeptiert. Damit haben wir einen neuen Torhüter natürlich für 2 Millionen. Und wir haben reichlich Geld noch auf dem Zylinder. Kurz mal reingehen zur Neuverpflichtung. Unsere neue Nummer 1 ist klar. Ist Palacios. Davari ist unser Ersatztorhüter. Wir hätten noch viele andere gehabt, aber ich bin ganz ehrlich, denen vertraue ich da nicht wirklich so sehr. Davari ist da schon eine andere Hausnummer. Tja, was noch? Alles andere würde ich sagen, sind wir erstmal ganz gut mit ausgerüstet. Damit können wir ruhig in die Rückrunde mitgehen. Da werde ich nicht mehr viel tun. Das, was ich jetzt noch tun will, ist mal eben kurz was schauen, und zwar im Büro im Jugendstab. Da können wir nämlich noch einen weiteren anheuern. Das werden wir auch tun für reichliche Millionen. Leider haben wir keinen 5 Sterne dabei, aber 2x 4 Sterne, das ist natürlich. Hallo? Da wollte ich hin. Bauen mal ein Scouting-Netzwerk auf und ich würde sagen, im Ausland, dort drüben in Japan. Einfach mal für 9 Monate ein wenig scouten. So. So können wir die Millionen da gut ausgeben. Also sind wir auf jeden Fall ganz gut betucht und können uns darauf freuen, was noch kommt. So, noch etliche andere gewechselt. Dragovic ist zu Gladbach gewechselt. Gladbach will also etwas tun. Garcia verlässt City, geht zu Real Madrid.
Nürnberg verpflichtet ebenfalls einen neuen. Wow. Da sehe ich einen Transfer, der schlägt ja alles auseinander. 105 Millionen geben die Bayern aus und holen sich James Rodriguez. Heiliges Kanonenrohr. Mehr bleibt mir dazu gerade nicht zu sagen. So, eine Stunde ist nur noch zu vergeben. Hoppala, nein, das wollte ich gar nicht. Mats Hummels wechselt Force Dortmund zu Chelsea. Also einiges los. Die Bremer ohne Transfer an diesem Tag. So, Waldschmidt kommt zu Dortmund, Hummels geht. Das nenne ich mal ein Transfer plus. Die Augsburger geben 12 Millionen für neue Spieler aus. Davari und Townsend. Davari? Ah ja, klar. Logisch. Und Abgänge Werner, Reintaler, Ekin, Worn, Janka. Also da haben wir einige, die uns verlassen haben. Die Bayern haben Green verloren an uns. Nicht. Und Martinez ist auch weg. Und Rodriguez ist ebenfalls gekommen, wie gesagt. Dann der HSV hat Werner verpflichtet, also von uns. Hannover gar nichts. Hertha nix. Mainz nix. Freiburg nichts. Schalke nichts. Hoffenheim lässt Rudi ziehen. Die Stuttgarter holen sich Breitwald. Also es ist jetzt nicht die dicken Transfers, die sind eigentlich nur oben. Nürnberg verstärkt sich nochmal enorm. Hat 2 Millionen ausgegeben. Mal sehen, ob es was hilft. Und Leverkusen hat nur Jedwai verloren. Gladbach holt Dragovic und verliert Sommer dafür. Und das war es dann auch schon. Also, viel, viel passiert in diesem Transferfenster, muss man schon sagen. Dann haben wir hier Monatsbericht unserer Jugendmannschaft. So sieht es da momentan aus. Wir haben jetzt keinen High-End-Spieler dabei. Monatliches Scouting-Update haben wir hier. Hui, der könnte auch sehr interessant werden. Der eventuell auch. Der, nö. Der auch nicht. Und der, den verpflichten wir mal. So. Dann, letzte Frist ist abgelaufen. Na klar. Und dann geht es schon weiter. Bis zum nächsten Spieltag. Dort geht es dann gegen die Frankfurter Eintracht. Das Transferfenster ist damit geschlossen. Es ist alles durch, alles vorbei. Momentan sieht die Tabelle so aus. Ein Spiel ist schon gespielt worden. Freiburg da siegreich gegen Hannover. Und schließt damit zu Schalke auf, mehr oder weniger. Und an der Tabellenspitze keine großen Veränderungen. Augsburg immer noch weit, weit weg von der Meisterschaft. Also da müsste nun viel passieren, wenn wir noch die Meisterschaft holen wollen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nach wie vor gegeben. Vorland Dortmund, Gladbach und Leverkusen. Die Wölfe auf der 6. Und die Schalker, wie gesagt, fernab von Gut und Böse. So geht's damit weiter im Kalender. In der nächsten Folge erwartet uns dann mal sehr wahrscheinlich das Pokalspiel gegen Hoffenheim auch. Aber erstmal geht's gegen die Frankfurter Eintracht. Und dann geht es Schlag auf Schlag immer weiter, bis es dann, ja, praktisch ins große Finale geht dieser Saison. Aber da ist noch viel los. Bis dahin sage ich mal vielen Dank und auf Wiedersehen hier das nächste Mal bei FIFA 16. Und dann geht's rund. Also, bis zum nächsten Mal.